Black Desert Online hat mich wieder gepackt und genau aus dem Grund möchte ich endlich mit meinen Charakterguides anfangen und ihr sollt dort natürlich auch etwas zu sagen haben. Moin moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Black Desert Online Video. Wie ihr wisst, bin ich gerade im Urlaub und komme ja erst am 20. März wieder, aber nichtsdestotrotz habe ich eine Frage und auch eine Aussage euch gegenüber rund um Black Desert Online. Ihr wisst ja, durch den Dark Knight, beziehungsweise durch die Dunkelklinge, bin ich ja richtig in das Spiel reingestiegen und ich habe gerade richtig Spaß daran. Also ich tüffel mich wieder in das Spiel rein und eine der Sachen, die ich schon eigentlich seit Launch vorhatte, war ja, Klassenguides zu machen. Klassenguides, was verstehe ich darunter? Guides, wo ich euch die Klassen vorstelle, wo ich euch alle Skills zeige, wo ich euch auch Vor- und Nachteile der Klasse ein bisschen darstelle und euch vielleicht zeige, wie ihr skillen könnt und welche Ausrüstung ihr nutzen könntet für diese Klassen. Dafür habe ich schon vor dem Urlaub und werde dann auch nach dem Urlaub daran arbeiten, alle Klassen auf 50 zu bringen. Aktuell habe ich ungefähr 6 Klassen auf 50, eine auf 55 und weiß ungefähr mehr oder weniger, wie es abgeht mit dem Spiel. Ich werde erst einmal diese Videos sich nur auf die Grundklasse beziehen. Das heißt, ungefähr bis Level 50 habe ich sie gespielt. Ich werde nach und nach auch versuchen, alle Klassen auf 56 zu spielen. Aber ihr wisst auch, ich habe einen normalen Job. Und so viel Zeit kann ich dann nicht rein investieren. Das heißt, Awakening-Waffen werde ich dann sehr wahrscheinlich in getrennten Videos machen. Was mich natürlich sehr stark interessiert, ist, was ihr davon haltet und welche Klassen ihr euch gerne anschauen möchtet. Beziehungsweise, welche Klasse ich euch zeigen soll. Dafür hat YouTube eine ziemlich coole Funktion. Und zwar ein Voting-System. Das blende ich jetzt rechts oben ein und dort werde ich ein paar Klassen benennen und ihr könnt einfach einmal draufklicken, welche Klasse ihr gerne sehen würdet als ersten Tutorial. Ich werde selbstverständlich mir das Ganze anschauen und wahrscheinlich daran anfangen zu arbeiten, also diese Videos herzustellen nach der Reihenfolge, die hier angeklickt wird. Ihr könnt es natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben, das nehme ich auch gerne als Feedback und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es gab einen YouTuber, der hat seine Videos immer mit Bloop angefangen auf Englisch, der hat ziemlich coole Guides zum Anfang von Black Desert Online gemacht und so in die Richtung soll es gehen. Bedeutet, dass ich euch tatsächlich zeigen möchte, welche Skills hat eine Klasse nach Skilltree, wie man diese Skills aktiviert, was für Vor- und Nachteile haben das, dann schaue ich mir natürlich auch in Foren und in unterschiedlichen Guides an, welche die beste Rotation ist, welche die besten Waffen, die besten Ausrüstungsgegenstände für diese Klassen sind, damit ihr einfach so einen groben Guide, gerade für Anfänger oder Leute, die sagen, ah, ich will vielleicht eine zweite Klasse hochspielen, weiß aber nicht genau welche, damit sie sich damit eben wirklich einen guten Überblick machen können, denn auch wenn es nicht wirklich lange dauert, um auf Level 50 zu kommen, wenn man ein bisschen Powergrind so ist es doch ein bisschen Aufwand und ich kann verstehen, dass viele das nicht wollen. Ich habe gerade echt Lust, mir alle Klassen mal genauer anzuschauen, wobei ich sagen muss, dass der Magier tatsächlich ein bisschen overpowered ist, gerade was das Leveln angeht, aber ich persönlich finde die Spielweise von anderen Klassen viel interessanter. Und genau da will ich daran anknüpfen. Das heißt, der Plan für mich wäre, ich fange an mit dem Level 50 Guides, das heißt tatsächlich spiele bis 50, gucke mir die ganzen Skills an, mit einigen an auch Kampfpunkten, die man dafür braucht und zeige euch das dann und wenn ich mit dieser Reihe durch bin, würde ich dann in der Zwischenzeit schon mal anfangen, auch alle Klassen auf 56 zu bringen, die Awakening-Waffen zu holen und bis dahin würde auch von der Dunkelklinge die Awakening-Waffe sehr wahrscheinlich raus sein, denn das ist nichts, was ich irgendwie in 1 oder 2 Wochen mache, sondern wahrscheinlich eher in einem Zeitraum von 3 bis 4 Monaten. Und so habt ihr dann vielleicht eine komplette Zusammenfassung von allen Klassen und könnt dann immer wieder schauen, okay, ich bin gerade mit meinem Krieger schon auf Level 60, habe eine ziemlich coole Rüstung, bin immer am Grinden, aber ich habe mal Bock, mir eine andere Klasse anzuschauen, welche könnte mir denn passen. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Schreibt gerne auch unten rein, wenn ihr sagt, nee, macht überhaupt keinen Sinn, gibt schon englische Tutorials, das wäre eine Zeitverschwendung, würde ich mir auch noch nicht angucken, damit ich einfach so ein bisschen Feedback habe und schaue, ob sich der Arbeitsaufwand da tatsächlich lohnt. Hochleveln werde ich sie sowieso, weil ich gerade wirklich Bock drauf habe, um dann zu entscheiden, welche Klasse tatsächlich mein Main wird, weil ich kann mich aktuell einfach nicht entscheiden, deswegen will ich sie alle bis zu einem bestimmten Level, also bis Level 50 mindestens gespielt haben, um mir selber besser einen Eindruck davon machen zu können. Wie gesagt, bin sehr gespannt auf eure Kommentare und Meinungen, schreibt es unten rein, vergesst nicht das Voting zu machen, das ist auch sehr cool, finde ich wirklich cool, die Funktion von YouTube und ich hoffe natürlich, wir sehen uns dann, wenn ich wieder da bin aus meinem Urlaub oder auch in meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ich bin da mal raus.